Also, dass der Steuerhinterzieher, der Frauenkrabscher, der Minderheitendenunzierer auch Rassist-Präsident geben kann. Ja, das geht doch alles. Nur eins darfst du nicht sein, wenn du Präsident werden willst. Wie? Was darf man dann nicht sein als Präsident? Eine Frau. Boah! Da hast du recht, Sir. Also, da, aber sag mal, was ist dann mit dem Nero, den du mir versprochen hast? Ja, der war eben noch da, aber ich glaube, der ist zum Vorstellungsgespräch ans Theater gegangen. Oh, stimmt, ja, da ist ja Job frei, gell? Und der kann singen, spielt Harfe, ist in der Literatur bewandert und hat schon Ruhm warm saniert. Ja, eigentlich hat er ja mir gesagt, er wollte sich mehr sportlich engagieren. Wie, bei den Gladiatoren? Nee, eigentlich mehr bei der Eintracht. Der Eintracht? Ich hatte morgen die Zeitung gelesen. Platz 1! Ja. Und da hab ich gemerkt, ich hatte die Zeitung falsch rumgehabt. Ja, wenn wir das Defizit des Theaters der Eintracht gegeben hätten, dann bräuchtest du vielleicht die Zeitung nicht zu drehen. Dann wärst du, als hätten wir 75.000 Zuschauer im Jahr. Da hätten wir richtig. Aber den armen Sibelius, man muss den weiter bezirken. Kann der nicht das Eintracht-Trikot anziehen und dann dafür sorgen, dass die Cheerleader gemeinsam Ballett tanzen oder irgendetwas muss da machen für sein Lomi. Naja, aber jetzt haben wir erstmal Karneval und jetzt freuen wir uns erstmal auf die ganzen tollen Tänze unserer Mitgliedsvereine. Und ich denke mal, das wäre jetzt das Richtige. Was glaubst du? Oh, Sir, jetzt geht man richtig Ahnung gefallen, aber so richtig. Seid doch gut drum da draußen! Ja! Seid doch gut drum! Ja! Ein dreifach geschmettertes Karneval! Hello! ATK! Hello! Ganz Trier und alle Goren! Hello! Sauber der Horkenschnee!